Ich höre auf, mich dafür zu entschuldigen, wenn ich mache oder so, weil also ich meine es schon so, aber ist ja ein Dauerzustand. Tut mir leid. Bisschen Origami noch. Ich habe noch halb eins. Friday Night, halb eins. Das heißt, der Tag hat gerade begonnen. Woher hast du eigentlich schon ein Auto? Ja. Hi. Gefälligst das an. Was? Oh. Zieh dir gefälligst das an. Dankeschön. Sieht ja schlimm aus. Ich weiß, sorry. Willst du reingucken? Ist noch nicht viel zu sehen. Wie Das ist dein schön. Standardaufbau. Ich habe gestern kurz in deinem Stream gesehen. Oh, okay. Ja, genau. Hast du das Hotel schon gesehen? Das Hotel wieder. Da hinten. Ja, ich bin da kurz vorbeigelaufen. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich gebaut. Wie meinst du das? Was hast du eigentlich für eine komische Mütze an? Oh, das Häuschen da unten. Den viereckigen Bau da. Der wird noch ein bisschen verändert. Aber da jetzt die ganzen Sachen verschwunden sind, die ich gestern noch hatte, in der Bau, ja, die man noch bauen konnte, dachte ich,
Ich mache mir heute ein bisschen mehr, nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit und baue was. Oder ich hatte da schon was zurechtgelegt und dann gucke ich einmal in meinen Plan, mein, ja, in meinen Bausachen, die ganzen Blueprints, die ich habe. Und auf einmal ist alles weg. Oh. Ja, also wir hatten hier, andere Leute hatten ja nur einen Vibe, aber wir hatten gleich drei. Wir sind auserwählt. Nee, das die Diskussion hatten wir ja gestern mit den Blueprints, ob man die auch rausnehmen sollte. Und ja, doch. Also ich finde das gut. Haben wir ja schnell wieder zusammen. Bestimmt. Also ich kann schon wieder Postfächer oder wie heißen die Dinger? Mailboxen. Die kann ich schon wieder bauen. Ui. Okay. Na, ich habe noch keinen Research Table, weil ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Aber ich glaube, die kann man abbauen, ne? Nee, die kann man nicht abbauen. Doch, Research Table schon. Aber die Workbenches nicht. Ja, kann sein. Nee, das ist das Nervige. Ja. Ja, bin auch schon mit dem Boot unterwegs gewesen. Ja. Ist geil, oder? Ja, ist ein bisschen umständlich. Und ich hatte dann noch eine Weile Angst, dass das Boot mir unter den Füßen zusammenbricht. Also mir ist tatsächlich, ja, also mir ist einmal eins verschwunden, als eine Insel unterging, so ein Floß, und ja, aber guck mal, das ist ja gar kein Wasser. Ja. Das habe ich mir da hingeschoben. Es braucht halt Bootsanhänger für die Autos. Dann kannst du die Boote irgendwo hinfahren. Darius, ich habe meine neue Karte. Aktuell habe ich 38 FPS. Als ich wach wurde, hatte ich 82. Und dachte so, okay, da stimmt jetzt irgendwas gar nicht. 37. 38. Aber wahrscheinlich auch, weil ich jetzt so weit rausgucke und bla. Keine Ahnung. Also ich habe einfach mal die ganzen Settings habe ich so gelassen, wie sie waren. Kern? Was heißt in Kern 37 FPS? Ich meine intern vom Spiel. Ach so. Ja auch anzeigen lassen. Genau, ja, das steht ja bei mir mal links unten in der Ecke. Das ist dieses, ja, die Rust-Anzeige. Beautiful hast du eingestellt. Und sieht das dann auch beautiful aus? Ja, nein, also man sieht etwas weiter, meine ich. Du siehst weiter. Ja, man kann man sieht die Details von der Ferne etwas besser. Ah, okay. Ja. Und so näher, Sachen, die näher sind, keine Ahnung, Wände, Blumen, keine Ahnung. Ja, aber es sieht schon ganz gut aus hier, oder?
Zum Beispiel der, die Verkaufsautomaten, die haben doch irgendwie so ein paar Sachen da drauf gemalt. Kann man die dann, oder der TC, der hat doch auch so ein paar Aufkleber. Kann man die dann richtig erkennen? Jetzt habe ich gerade beide Hände voll mit meinem Origami hier. Das sieht man nicht, aber da steht was drauf geschrieben, also dieses A oder so. A Okay. vielleicht. Sorry, ich habe gerade beide Hände voll, darum bin ich nicht hinterhergelaufen. Baue hier gerade in Real Life. Okay. Später. Tja, woran liegt's? Keine Ahnung, jetzt habe ich 50, 52. Hallo, Zuschauer Nummer 3. Was würdest du tun? Ich muss das hier mal eben aktualisieren. Bearbeiten. Irgendwie steht meine Uhr auf 0:39 Uhr. Warum?
Why? Hallo, Zuschauer Nummer 4. Aus irgendeinem Grund geht meine Uhr eine Stunde vor. Da schimpft aber einer.
Zuschauer Nummer 5, hallo. Ich denke mal, ihr macht euch gerade alle fertig für die Party gleich. Schaut mir noch ein bisschen beim Sonnenuntergehen zu. Mit 90 FPS. Wie geil. Kann man da sicher noch ein bisschen irgendwie irgendwas höher machen, oder? Wenn die Karte am Montag durchknallt, hat sich das für mich schon gelohnt. Die 200 Euro, die hat die auch in der Disco ausgegeben. Also wir alten Leute sagen ja Disco dazu. Keine Ahnung, wie andere das heute, wie das heute genannt wird. In der Club. Also vorhin stand jemand neben mir und ich hatte plötzlich nur noch 30 FPS. Ganz schnallen tue ich das noch nicht alles. Ich spiele jetzt auch einfach mal, hatte jetzt gar nichts verändert. Ich spiele auf den gehabten wie sagt man, Einstellungen. Ich fummel hier gerade noch ein wenig rum. Kommen die Außerirdischen. Ist das denn jetzt auch im Stream besser? Oder eher nicht? Naja, also wie wir gelernt haben, Sonnenuntergang mit 24 FPS oder 80 ist jetzt kein Unterschied. Bei manchen Leuten zum Beispiel knickten die FPS ein, wenn sie ins Hotel kam und überall war Licht an. Kunde zum Beispiel, der meinte, macht das Licht aus. Voll im Frame Drop. Bei mir wird er noch höher. Ich habe 95, 96 FPS. So viel braucht kein Schwein. Und jetzt aber nur noch 70. 50, 40. Woran liegt denn das? Ich habe keine Ahnung. So geil. So geil. Ich danke der Grafikkartenindustrie.
all den unbekannten Forschern, die das ermöglichen. Darius hat ein Schwein vor seiner Haustür. Feigling. Der ist tot. Ist tot. Es ist doch tot, die Sau. Geil. Da muss ich nachher mal gucken, wie das jetzt ist mit zum Beispiel na? Holzhacken und so. Ich brauche Heavy Quality, High Quality Metal. Für Workbench 2. 75 Scrap. 75 Scrap. Search Table. Shopfront. Diesmal ist die Werkstatt ein bisschen kleiner. Man kommt hier hoch von vorne. Also man kommt hier zum Hotel, Airlock, Rezeption. Gleichzeitig Lager für ja, die beiden Automaten. So, hier werden keine Zimmer sein. Hier werden keine Zimmer sein. Mal gucken, was hier noch hinkommt. Vielleicht eine Lounge. Vielleicht kommt die Lounge hier unten hin, genau. Hier geht's in die Werkstatt. Entweder geht's da rein, aber dann wird's hier echt eng. Rumlaufen, Werkbank 2, rumlaufen, Werkbank 3, Furnaces und zwei, drei Regale. Genau. Naja, Regale haben wir ja schon hier. Okay, also Furnaces. Nee, Werkbank 2. Entweder, nee,
Das machen wir so. Kann auch gut aneinander vorbei, bestimmt. Dann machen wir das so. Hier wird zugemacht, weil das hier ist Angestelltenbereich. So kommen die Leute in die Rezeption und auch wieder raus. Hier kommen auch nochmal zwei Automaten hin. Metal Shop Fronts. Entweder hier und hier. Und dann kann man durchgehen ins Restaurant. Und durchgehen auf die Veranda, die über der Werkstatt liegt. Und diesen Stein fast überdeckt. Der war nämlich das größte Problem. Der geht bis hier. Da muss ich halt dann drüber. Es ging nur von unten. Ja, aber alles peu à peu. Bisher habe ich im Grunde alles aus der Bisher habe ich alles quasi von dieser Station geholt, was hier drin ist. Also, naja, und Bäume. Und Bäume. So, leider liegt das ein bisschen schief, aber normal ist rechts so ein Aufgang und links so ein Untergang. Eine verdammt ruhige See. Was hat noch mal aus? Wie gesagt, dieses Hotel wird ein bisschen modularer sein. Also der Upkeep, ich habe bei der letzten Hotelausführung quasi bis zum letzten Tag damit gewartet, das Holz abzugraden, weil der Upkeep einfach schon so hoch war. Also anderthalb Tage oder so. Das heißt, nach anderthalb Tagen hätte ich wieder. Ach, an einem Tag. Naja. Und 5 Stunden oder so hätte ich wieder online sein müssen, um erstmal wieder neuen Upkeep zu beschaffen. Oder die Kiste wieder voll zu machen. Das fand ich ein bisschen stressig. Zum Ende, gegen den Vibe, war es natürlich egal. Und dann habe ich angefangen abzugraden, auf die eigentliche Optik des Hotels. Haben wir in den Episoden vorher ständigen Kopf gemacht, nehme ich jetzt die schicke Seite hier oder kommt hier nach außen? Kommt die Außenseite hier hin? Rustikal nenne ich die. Und ja, zum Beispiel finde ich zum Beispiel wichtig hier. Ich zeig das mal. Upgraden mal ein bisschen. Nee, kein Stein, Holz. Oder hier rein.
hier oder runter. So, der Kenner weiß, das hier ist außen. Ne? Innen hat man immer dieses Kreuz hier. Ja, mit den hellen Ecken, Pfählen, das hier Ränder ab. Und außen kein Kreuz. Also das hier ist rustikal. Das mache ich jetzt mal rustikal. Dann weiß jeder, was ich meine. Upgrade Wood. So, das ist rustikal. Für mich. Wenn der Kollege hier, Kollege Kunde, hochkommt, ist das hier rustikal. Ja? Blockhütten-Style. Mal gucken, was hier passiert. Ah, viereckig. Habe ich noch nie gemacht. Fundament ist bei mir immer Stein. So, und auch hier rustikal. Das ist aber bei den Foundations immer so, leider. Kann man sich nicht aussuchen. So, also rustikal. Dann kommst du aber, erste Tür. Kommst du. Habe ich jetzt kein Holz mehr? Scheibenkleister. Naja, müssen wir uns so vorstellen. Also so wie die Wände hier, würde dann das hier auch aussehen. Von wegen, ich bin von dem Wilden in die Zivilisation gekommen. Ja, hier ist ordentlich verschalt, der Boden ist aus Stein, ja. So, also du bist mal direkt in der Zivilisation. Automaten, Lounge, ja, hier kommt die Lounge hin. Mit hoher Decke. Hm, Kamin, okay. Dann, also Rezeption hier. Da weiß ich noch nicht genau, was ich hier machen will. Beim letzten Mal waren es einfach diese mittelhohen Mauern. So, also quasi die, dass man dann so darüber quatschen kann. Der Punkt ist natürlich, kannst du einfach reinspringen. Das wollen wir ja auch nicht. Aber von wegen kommst du rein, Zivilisation und heimlich und sicher. Ja, lässt die Wildnis hinter dir. Du bist secure. Und hier gibt es alles, was du willst. Automaten, Werkstatt, man kann dein Zeug reparieren. Die bieten auch noch mehr Sachen an. Und hier sind noch zwei Automaten mit dem gängigsten Zeug. Metal Front, Shop Front, also auch wieder sicher. So, und dann kannst du hier quasi sagen, hier, ja, dann bauen wir mal irgendwas. Ich bin oben was essen. So, hier ist dann ein geschlossenes Restaurant. Hier kommt nochmal eine Decke drauf. Und hier ist dann eine offene Veranda mit Esstischen. Wie gehabt. Über der Werkstatt. Und hier geht es dann auch wirklich schön gerade runter. Und dann halt gefühlt anderthalb Stockwerke höher. Und da unten
kommt dann tatsächlich der Beach Club hoch, weil du kannst rechts und links vom Hotel wunderbar darunter laufen. Ich brauche da nicht mal was bauen. Und hier haben wir einen schönen Strand, wenig Steine. Man kann hier über die Steine bauen, sodass du nur Sand siehst. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Sieht sehr schick aus. Dann natürlich noch ein Anleger für die Boote. Bootsverleih. Dreh mal deine Grafik-Settings hoch. Schaut immer noch kacke aus. Was? Meinst du? Es ruckelt nicht mehr. Dreh mal den Grafik-Qualität-Regler auf 5, dann sollte es auch gleich viel besser aussehen. Das sieht total geil aus. Und hier sieht man zum Beispiel, das ist die Innenseite vom Shop. Hier ist natürlich glatt. Weil schick. Weil modern. Dreh mal Grafikqualitätregler auf 5. Grafikqualität. Den hier meinst du auf 5? Da muss ich aber neu starten, oder? Geht gar nicht. Sag ich doch. Auf Antwort des Programms warten. Ich bin gerade eine Dreiviertelstunde online. Doch sagt man so, ne? Nee, live. Ich habe ein paar Runden War Thunder gespielt vorhin, muss ich sagen, bevor ich herkam, um mir das mal anzugucken. Ey, auf. Ich habe Benchmarks gemacht, ich habe da 160 FPS im Schnitt, Average. Auf Max Quali. Sieht so geil aus. Und ich kann da unten auch alles sehen, also Bomber-mäßig zum Beispiel, ne? Ich kann die Flugzeuge viel besser sehen, viel besser predikten und so. Ich glaube, ich spiele nachher mal ein bisschen Counter-Strike. Nach gefühlten 5 Jahren wieder. Oder weiß jemand guten Steck-E-Bock aufs Dach? Die haben mich ja noch gar nicht kennengelernt als Shooter, ey. Aber ich will jetzt den Mund auch nicht zu voll nehmen. Gestern war ich ein Stündchen oder drei, gefühlt war es eine, um PvP-Server, als der, genau, als hier gewiped wurde, glaube ich. Oder irgendwie Server down, keine Ahnung. Auf einen ganz offiziellen Facepunch-Server. Wegen dieser Steam-Errungenschaften. So, immer wenn ich Steam aufmache, dann steht da, ich muss noch ein Campfire bauen. So, und das wird halt nur gewertet, wenn du das auf einem offiziellen Server machst. Also Rustify zum Beispiel ist schon ein offizieller Server. Da gilt das dann nicht. Weil da war ich ja über eine Woche unterwegs am Anfang. Es geht nicht weiter, ne? Der braucht ein bisschen. Ich glaube, ich habe nur 4 gemacht. Lieber rantasten. Errungenschaften, genau. Also scheinbar habe ich da schon mal ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel eine Base gebaut.
Weil das war schon abgehakt. Aber irgendwie die schrägsten Sachen. Eine Tür bauen. Okay, jetzt sind wir auf 4. Dann schauen wir mal auf 4. Das hättest du mir vor dem Sonnenaufgang sagen sollen. Jetzt 7 FPS. Nee, der hängt sich gerade auf. Ich traue dir überhaupt nichts mehr. Glaub dir überhaupt nichts mehr, nicht vergessen. Ich bin eigentlich viel zu. Wie sagt man es denn? Leichtgläubig. Ja. Leichtgläubig. Jetzt kommt nicht mal mehr Sound. Jetzt ist vorbei. Achtzig, 102 FPS. Ich glaube, ich bin offline. Oder bin ich noch da? Sie sind Irgendwie in einem Hemdenbehälter für ein Auswärtsspiel im passiert hier Manchester gar United. nichts Eine außer Hymne an eure Werbung wahre Fans in England auf zu hören. meinem Mobile. Hast du auch den aktuellsten Treiber für die GPU geladen? Nee, wie geht das denn? Muss man das machen? Unresponsive. Natürlich habe ich das gemacht. Passt auf. Irgendwie, ja, habe ich gemacht. Das ist das Erste, was man macht. Treibercheck. Es tut mir sehr leid, aber hier gucken gerade irgendwie 7 Leute zu. Vielen Dank. Aber das geht auch schnell. Es geht alles schneller. Was mich total stört, ist, meine Uhr steht auf 1:12 Uhr, meine Systemuhr hier. Und nicht auf 0:12 Uhr. Keine Ahnung, wo die Stunde geblieben ist. Oder Datum Uhrzeit ändern. Das hat doch bestimmt Einfluss auf das Game, oder? Wenn ich das jetzt irgendwie live mache, Uhrzeit automatisch festlegen, automatisch an Sommerzeit anpassen, alles grün eigentlich hier. Ah, jetzt hat das zurückgesetzt. Also bei Eve würde ich jetzt rausfliegen, glaube ich. Okay, wir sind wieder fast drin, weil er ändert gerade die Uhrzeit. Keine Ahnung, was jetzt gerade systemintern besprochen wird. Ja, weil der Typ da draußen einfach die Uhrzeit geändert hat. Es war auch ein schönes Spiel, Little Computer People. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Aber heute geht's nicht mehr raus. Heute feiere ich zu Hause. Nicht vergessen, hattest du gestern irgendwie zu dem Song eine Mucke im Kopf?
zu dem Holzsong. Der Nvidia läuft auf Power 60%. Okay. Wow, das ist aber schon hier, dieses Refreshing konnte ich nie lesen. Das ist ja sehr geil. Also ich bin jetzt glaube hier, das ist zum Beispiel scheiße. Schauen wir mal. Wir brauchen Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Apropos Holz. Hier sind doch auch so Aufkleber drauf. Da habe ich Darius vorhin noch gefragt. Okumbus hier. Der Typ von der Tankstelle. Oxum. List of Mats. Whatstone. AQM. Geil. Geil. Journal. Das ist ja geil. Git. Rekt. Teamspeak, PowerPoint, PowerPlant, Trainyard, PowerPlant. Gantt. Yachthafen. Care, Plea. Cave. Sehr geil. Und das ist jetzt Stufe 4. Und 40 FPS, 50. Sehr geil. Hätte ich später sowieso gemacht. Sehr geil. Deine Set, Steam Shared Files Details. Ja, und eine Menge Fragezeichen. Ja, Ausrufezeichen. Was sind das jetzt für Links? Bei mir darf man ja scheinbar linken. Community-Inhalte, bla bla. Oder lass mal eben gucken. Graphics. Das ist alles auf volle Pulle. Krass. Was bedeutet diese Shadow Cascades? Number of distance splits for sun and moon shadows. Verstehe ich nicht. Fewer cascades mean more performance and lower quality. Fewer? Ich habe gar keine. More performance, lower quality. Ah. Shadow lights. Was ist Shader? Shader Level 600. Anisotropic Mixed Textures Sharper. Sag mal, streamst du eigentlich nicht? Nicht vergessen. Was hast du denn dann noch? Ich
Ich will mir mal die Bäume angucken. Holz brauchen wir. Ausgeraubt worden. Drei neue Bäume, Eiche, Buche und Birke. Wer rät, was das hier ist? Kleine Baumkunde. Na? Eiche, Buche oder Kiefer? Birke. Eiche, Buche, Birke. Wer weiß das? Wer weiß das? Woran erkennt man die? Wie kann man Bäume unterscheiden? Zum Beispiel an der Rinde. An der Form. Der Höhe der Äste, wo die beginnen, Form der Blätter, Haptik, also wie sich die Blätter anfühlen. Das ist die Eiche, meinst du? Jetzt kommt ja auch der Mai bald wieder. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Maibaum. Genau. Eine Birke erkennt man sofort an der Rinde. Weil die so weiß ist. Na, was ist das hier? Erzähl denn, hi. Ich erzähle die ganze Zeit, dass die Grafikkartenpreise sinken. Und dass ich nicht warten will. Was ist das hier für ein Mammutteil? Leider gibt es keine Schaukeln. Keine Schaukeln. Monströs, oder? Monströsität. Auf dem PvP-Server gestern habe ich zwei Leute gekillt. Einer stand komisch rum, dann kam einer dazu, beide nackt, auch gerade gespawnt, so wie ich. Der eine stand irgendwie rum, ich schätze, der war gerade kurz AFK. Steht am Strand mit dem Stein in der Hand, ich hau ihm den Kopf ein. Und während ich das mache, kommt jemand anders noch dazu und mein Opfer fängt an zu quatschen auf Russisch und dann geht der zweite auf mich zu. Erst stand er so neben dem anderen, als wollte er ihm irgendwie mit ihm quatschen und
Der lag schon am Boden und völlig panisch. Und dann ging der andere auf mich los und den habe ich dann aber auch noch erwischt. Obwohl er mich zuerst erwischt hat. Mit meinen 15 FPS habe ich beide platt gemacht. War auch witzig. Mal sehen, ob ich die Steine jetzt besser unterscheiden kann. Aber ich habe tatsächlich immer noch 47, 69, um die 50 FPS. Das ist das Doppelte von vorher. Tür sieht auch geil aus. Ich komm mir vor, als hätte ich eine Brille bekommen. Refreshing. Hier bei mir gibt es Türen für 299. Ist natürlich ein Lockangebot. Scheiße, jetzt habe ich den Research, jetzt habe ich das alles mitgenommen. Schreiben die da? Wow, Bambis töten beziehungsweise Leute, die AFK sind. Was sind denn Bambis? Meisterleistung, Tim, Meisterleistung. Naja, ich hatte mal einen Screenshot gezeigt, da steht irgendwie so beim hier in dem Menü. Oder im Start von Rust steht dann da irgendwie unten Leute getötet. Global. 2 Milliarden irgendwas. You. 3. Jetzt 5. So, also ich meine. Das scheint das Normalste von der Welt zu sein, dass Leute irgendwie zu töten. Ich hätte Bock, Polizist zu sein auf so einem PvP-Server. Oder das Militär. Panzer fahren. Ja, und wenn die der Launchzeit oder so zu nahe kommen, Leute, dann kommt das Militär ins Spiel. Einfach so eine Kaserne dran bauen an die Launchzeit. Ich glaube, sowas mache ich. Freiwillige, die mitmachen. Unschuldige. Ein Bambi ist ein Fresh-Spawn, der kein Gear und nichts hat. Sprich, ein Bumbi-Killer tötet Unschuldige. Ey, sobald die kommen aus dem Meer mit dem Stein hoch über dem Kopf und killen mich. Und ich bin auch gerade erst gespawnt. Und wenn ich die laufen lasse, sobald die einen Bogen haben, kommen die zurück und killen mich wieder, weil ich inzwischen ein paar Bäume gehackt habe. Und noch ein paar Steine habe ich für die schon mal eingesammelt. So läuft das doch. Es gibt keine Unschuldigen.
Es gibt keine Unschuldigen. Warum kann ich mal keine eigenen Post-its machen? Rust Beta Release Date. Da habe ich angefangen zu spielen. Habe ich auch drauf gezahlt. Da war das umgekehrt. Obwohl, nee. Naja, ich habe 32 Euro gezahlt für Rust. Während ich überlegte, ob ich vielleicht Subnautica spiele. Ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten. Weil das ist echt. Da habe ich so viele Streams und Videos gesehen, als es rauskam. Und es war halt schick, aber es ist ein Solo-Game. Da kannst du natürlich noch mehr einen auf Roleplay machen, denke ich. Dich da so voll reinhauen. Einen eigenen Skin erstellen. Du meinst einen Skin von dem TC? Das ist ja geil. Das ist eine geile Idee, vielen Dank. Manchmal im Binford TC.
Witzig. Stopp. Warum geht das da jetzt weiter? Ja, schönes Lied. Witzig. Also vor allem auch diese Werbung da, ja. Ich kenne nur das Piratenstück. Das spiele ich jetzt auch nochmal. Ich bin hauptberuflich Pirat in geheimer Mission. Normal. Meine Crew und ich graben voll die Schätze aus und keiner weiß, wo wir wohnen. Wir sind der Schrecken der sieben Weltmeere. Bald hat jeder hier vor uns Angst. Also mach dir schon mal eine weiße Flagge klar. Denn Piraten geben keinen Fick. Ey, ich hab'n Säbel dabei, mit dem ich meine Zähne von Gräten befrei. Hygiene, du weißt, Esser einbringt sogar deine tote Kuh zum Fieber. Mach die Hose zu und schieb mal die Kanonenkugel rüber. Dein Boot liegt in Trümmern, will dich abschießen werden. Ich hab keine Ehre, aber lass viele sterben. Black, 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 Hood Watcher, was willst du tun? Wir sind Piraten und Piraten sind cool. Hast du schon einmal gesehen, ein Pirat in dein Dorf? Kannst du auch nicht, weil du weißt, Pirat geht nicht von Bord. Wir sind Piraten, Piraten, Piraten mit nem Schiff. Piraten mit ner Hakenhand und Narben im Gesicht. Piraten sind voll böse und Piraten trinken Rum. Piraten wollen feiern und sie schießen mit Kanonen. Die Segel gesetzt, die Augenklappe steht mir nur, ich seh bisschen schlecht. Ey, die Zähne gefletscht, gib die Stroh um mich sau. So viel, ich hab ne Fahne mit dem toten Kopf drauf. Ey, Verbote sind out, wir machen was wir wollen. Die Bäuche voller Hum und die Taschen voller Gold. Das sind Seemanns, die da nicht so Landrattenkram. Wenn ich mit sing, geht über die Planke gejagt. Piraten haben niemals Angst, wir schwimmen mit den Haien. Deswegen fehlt fast jedem von uns mindestens ein Bein. Ein echter Seemann kennt kein Schmerz, wer will denn da gleich weinen? Zu unseren liebsten Hobbys zählen Kneipenschläge. Rein. Hast du schon einmal gesehen, Pirat auf eine Floß? Dann weißt du, Pirat, sein Boot war nicht gerade groß. Wir sind Piraten, Piraten, Piraten mit nem Schiff. Piraten mit ner Hakenhand und Narben im Gesicht. Piraten sind voll böse und Piraten trinken Rum. Piraten wollen feiern und sie schießen mit mein Land, weil ich die Karte nicht hab. Mein Schiff ganz geklaut, ist Pirat, was ich hab. Mein Haken ist ab, hab mich vollkommen verplant. Da hab ich mich ja in der Ollen verharrt. Ganz tolle Fahrt, Neptun sei Dank. Ich versteck mich im Schrank, bin mit Deckschruppen dran. Mein Boot ist gut, dein Floß in Not. Alle rum, rum, Kanonen in los. Reibst dir mit uns her, wir haben dein Fahrrad versenkt. Und schreist deine Weit nach dir im Fahren, was hängt. Panisch und denkst, geht gar nicht noch längst. Aber die Haie, dein Blut schon gewittert. Wir sind ein Pirat und laufen bereit. Egal was du mit hast, wir saufen den Scheiß. Weil der Clown's noch gescheit, das glaub ich nicht mein. Packt euren Scheiß und dann raus aus meinem Teil. Pirat sein ist voll geil. Wir sind Piraten, Piraten, Piraten mit nem Schiff. Piraten mit ner Hake, das ist so und Narben im Gesicht. Piraten sind voll böse und Piraten trinken Rum. Piraten wollen feiern und sie schießen mit Kanonen. Wir sind Piraten, Piraten, Piraten mit nem Schiff. Piraten mit ner Hakenhand und Narben im Gesicht. Piraten sind voll böse und Piraten trinken Rum. Piraten wollen feiern und sie schießen mit Kanonen. Pirate, Pirate, Pirate mit der Schiff. Pirate mit der Hakenhand und Narbe im Gesicht. Pirate stinkt böse, Pirate trinken Rum. Pirate machen Feier und sie schießen mit Kanonen kaputt. Wir sind Piraten, Piraten, Piraten mit nem Schiff. Piraten mit ner Hakenhand und Narben im Gesicht. Piraten sind voll böse und Piraten trinken Rum. Piraten wollen feiern und sie schießen mit Kanonen kaputt. Völlig witzig. So, ich glaube, ich helfe Darius mal beim Looten. Weil die schleichen nämlich, ja, man sollte immer nur zu zweit. Obwohl, ich muss ja eigentlich Holz suchen.
Hier sind Wissenschaftler unterwegs auf den Straßen an den Lootsites. Manchmal erkennt man die auch gar nicht, weil es halt auch blaue Tonnen gibt und die tragen so einen blauen Tauchanzug. Ich spreche mal mit dem Kollegen da. Input, Autotransmit, Voice on. Hallo? Du bist immer so leise. Liegt das an diesem... Bin ich auch so... Bin ich leise? Moin, Bastian. Ich bin auch leise. Woran liegt denn das? Ist das In-Voice, In-Game-Voice so leise eingestellt? Jetzt besser? Ja, schon. Aber spielt das eine Rolle, ob ich... direkt neben dir stehe? Ich habe hier mein eigenes Ding angeschrieben. Mein Mikro hat so drei Einstellungen. Dein Mikro hat drei Einstellungen? Ich laufe ja echt rum, als hätte ich eine Brille. Eine neue Brille oder so. Alles sieht... ja, geiler aus. Komm hier. Konnte ich vorher nicht lesen. Gar nichts davon. Auch deine Waffe halt. Lost Dog. Wow. Hochspannung. Steht das bei dir auf Deutsch? Nein, ich hab's jetzt übersetzt. Ah, okay. Das wäre auch geil gewesen. Wie so eine Worldlands oder so. Sag mal, hast du hier schon Wissenschaftler gesehen? Ja. Ich nenne die Blaumänner. Ich nenne die Taucher. Ich habe gerade einen getötet. Okay, weißt du, was für eine Waffe der hat? Weil in den Tunneln... unterschiedlich. Manche haben Pistole, manche haben Maschinengewehr. Okay. Aber die kriegst du nicht. Ich habe eben gerade Fackel, diese Leuchtdinger und ein so ein Medikit-Ding. Von den, aus dem Loot meinst du? Reinsticht, die Spritze. Ja. So eine Skirring. Ich habe es ziemlich von weitem geschossen. Also brauchst sehr viel Pfeile. Okay, ja, das bin ich gewöhnt. So, ich will wieder zurück. Ich hab, mein Inventory ist voll. Oh ja, es wird dunkel. Ich hab gerade schön Steine gesammelt. Okay. Ich leg dann gerade noch schnell hier vorbei. Okay, dann schaue ich mal nochmal die Tankstelle an. Okay. Komm gut nach Hause. Die hab ich gerade gelootet. Oh, okay, okay. Ja. Siehst du, ich bin jetzt schneller als du. Das lag jetzt nicht an der Grafikkarte. Oh lala. Aua! Jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Jetzt will ich mal sehen, ob das im Stream auch... Nee, der Bildschirm wird nicht schwarz. Sieht auch geil aus, oder? Guck mal, wie er grüßt da, der Kollege. Und sein kleiner Kollege hier. Aua! Deswegen kommst du weg. Oh, die Sounds.
läuft denn da noch rum? Jetzt weiß ich Bescheid. Da hackt er da echt im Dunkeln. Ich hatte voll die Panik. Hier nicht so. Der war gerade durchgelaufen, ne? Die Tankstelle ist so merkwürdig versetzt. Ein paar Sachen. sind halt gar nicht da, wenn man mal durchläuft. Ich wusste es. Ding aus dem Bild. Ducken, springen. Springen vor. Springen vor. Hä? Aber die Wolken haben sie noch nicht hinbekommen, ne? Warum nicht? Ich habe von Leuten gehört, die orientieren sich an den Wolken von wegen Norden, Süden, Osten, Westen. Weil die ja immer gleich sind. Aber das lasse ich auch gelten. Ich gucke halt oft auf die Karte. Und ich konnte anfangs nie zoomen. Genau, das war das Ding. Ich kann das Licht auch ausmachen. Ich konnte halt nicht zoomen. Oh, wow. Okay. Bei mir, da hatte ich halt auch, das kann man in den alten Videos sehen, dann ich habe hier am Rädchen gedreht und gedreht und gedreht, bis er mal ein bisschen sich bewegte. Ich finde die Form total geil. Und ich will in der Staffel auf jeden Fall mal ins Eis. Ein paar hat sehr viel schöne Lagen für ein Hotel wie meins mit Blick auf Sonnenaufgang und Untergang über dem Meer. Das ist ja so eine der Anforderungen an so ein Beach-Hotel. Auch wenn es gar nicht unten am Strand ist, im Gegenteil, es ist ganz oben auf der Klippe. Völlig freien Blick aufs Meer. Hoher Blick, weiter Blick aufs Meer. Da oben ein halbes Depot. Aber schon ein Automat drin. Und dann irgendwann ist da ein schwarzer Würfel oben drauf. Auf dem höchsten Punkt hier. Und das ist mein Laden.
Da brauche ich keine komplizierten Logi oder Wortmarken oder so. Der schwarze Würfel mit den grünen Lichtern ist der Trusted Shop. Alles Image. Also selbst im Dunkel sticht es halt raus, weil es keine natürliche Form ist. Und es leuchtet. Wo ist denn der Mond? Okay. Leider kann man sich hier nicht hinsetzen. Ich glaube, ich versuche das gleich mal noch auf der fünften Stufe, oder? Oder was meint ihr? Und ich muss mehr Sachen machen. Ich muss Holz fällen, Steine klopfen. Gerade den Bogen gezogen das erste Mal und der Rechner bleibt fast stehen. Das geht auch nicht. Ist doof. Ich glaube, ich hatte da auch ein paar, also ich achte ja viel auf, guck mal hier, das ist eine Tim Burton Szene. Das ist, wie heißt es noch? Na, alles so in Blau. The Night Before Christmas. Ja, ne? Elvira oder Eva. Apropos Polen. Ne, das Auto war ja noch da. Ja, ich brauche bessere Holzquellen. Zwei Stockwerke erst. Der kommt quasi vom Hotel. Das Hotel liegt Wenn man da oben ankommt und wieder runter guckt Richtung Meer, dann sieht man das Hotel. Steht einer drin. Das sah aus, als stünde da einer drin.
das. Da hätte jetzt noch so die Mucke gefehlt von Apocalypse Now oder so. Oder Suicide is Golden. Nee. Suicide is Golden. Suicide is Painless. Ja, wunderbar. Genau über dem Meer. Ich brauche Holz. Und irgendwie gibt's keine Tannen mehr. Und das ist sehr strange. Ich weiß nicht, ob da draußen noch irgendwie das Autofahren ist auch besser, viel besser. Hat. Gute Nacht. Denn das ist der das neue Chinook-Event. Der wirft eine Kiste ab, die mit einer Timer versehen ist. Dafür braucht man einen Laptop, um den Code zu hacken. Da drin ist das High Loot. Der Timer läuft dann ca. 15 Minuten runter. Welcher Timer? Ach, von der Kiste. Wie lange dauert das Hacken denn dann? Aber ich wollte auf die Karte gucken. Das ist ja geil mit dem Zoom, ey. Ratzfatz rein raus. Und ich kann einfach reinzoomen und dann hier auf Fokus klicken und dann bin ich in der Mitte. Das ist schick gemacht, schick gemacht. Viel einfacher zu lesen. Viel, viel einfacher. Sehr geil. Jo, Holz. Okay. Und wo bin ich? Okay. Dann fahren wir mal. Neu. Da war einer. Zwei. Shit. Links war einer. Alter, hier sind überall welche, aber das Autofahren ist viel besser geworden. Wie sieht das im Stream aus? Ich kann da gerade nicht hingucken. Aber dann bekomme ich auch nicht mit, was er antwortet. Sehr geil. Das ist jetzt echt schon fast GTA. Man könnte hier durchfahren und die alle abballern. Also ich nicht, aber meine Beifahrer.
geil. Ja, hab ich gesehen. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich lang fahre. Wo bin ich denn jetzt? Alter, ich bin völlig falsch gefahren. Ich muss wieder zurück. Alter. Ich wollte hier runter. Ich wollte dahin. Ich wäre schon lange, lange da. Hatte da noch einen Cleaver oder nicht? Ich bin schon voll. Eigentlich. Sieht nicht viel anders aus als vorher. Das Auto schon. Oh, wie geil. Hat sich schon gelohnt. Noch mehr Benzin. Das sind die blauen Männer. Eine blaue Tonne. Ich sag ja, die sind voll getarnt. Der läuft da mit dem Geigerzähler rum. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Der es mitbekommt, wenn ich den weghau. Ein Sewing Kit. Jo, ich fahr wieder zurück. Der Wagen sieht viel fitter aus. Ja, euch viel Spaß. Voll süß, ne? Okay, wieder voll zurück. Links abbiegen. Voll zurück zur Tankstelle.
Lederhandschuhe. Metal Blade auf jeden Fall eher. Wird alles geschreddert. Alles geschreddert. Ich fahre. Links irgendwo abbiegen. Ja. Und wie viele das sind? Zwei. Schön mit dem See unten. Aufpassen. Zwei auf der Straße. Geht's links rauf. Okay. Scheiße, brauch Holz.
fall da immer wieder drauf ein. Ich steige jetzt immer hinten ein. Das sieht gut aus, oder? Also jetzt so im Stream halt auch. Hier natürlich auch, aber mir war halt der Stream auch wichtig. Vielleicht so als kleine Entschädigung für Leute, die schon ein bisschen länger zugucken. Und bei denen es überall viel, viel besser aussieht als bei mir. Wald. So, mein Tannenkonzept, das muss ich ein bisschen ändern. Allgemein auf Bäume mit niedrig stehenden Ästen. Weil du hast ja hier überhaupt keinen Durchblick mehr. Also muss ich die schlagen, die die meiste Sicht nehmen. Ich habe noch kein besseres Beil. Sieht auch viel besser aus. Schon das Bein sieht besser aus. Hier, der hier zum Beispiel kein Problem. Tanne. Tanne oder Kiefer? Meine Maus auch ganz anders einstellen, merke ich gerade. Mal gucken. Holz. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Auto gelassen habe. Bin einfach blöd zurückgelaufen.
Okay. Ich fahre zu dem Baum da hoch. Braunen, fetten. Komm, das schaffst du. Nicht. Schlappschwanzkarre. Es ging jetzt nur mit Anlauf. Ja. Kletter ein bisschen. Excellent. Ta-da.
dem so die ganze Zeit nicht gequatscht, glaube ich, ne? Einfach so vor mich hingefummelt. Neuer Standort für einen Store. Oben. Gerne an Straßen. Oder zwei Seiten eines Berges. Und überhaupt gut zu sehen. Eine völlig atypische Form in der restlichen Umgebung. Die man schon allein an der Form halt nur erkennt. Unweit. Ich habe eine Maus mit verschiedenen, wie nennt man das, verschiedenen Auflösungen, die ich wählen kann über Mausknöpfe. Zum Beispiel bei War Thunder stelle ich die DPI, genau, ziemlich runter. Und hier habe ich es eigentlich so auf normal gehabt, jetzt irgendwie eine Stufe schneller. Aber jetzt ist es mit dem Inventar hier ein bisschen da muss ich mich umstellen. Ein bisschen schieße ich drüber hinaus und so. Weil das halt auch viel schneller geht. Das war eine so schöne Sache mit der Grafikkarte. Also so ein... Ich dachte halt aufgrund des alten Prozessors und so... ich hatte keine Ahnung, wie viel kommen wird, aber hier... Ich bin sehr positiv überrascht. Ich mache trotzdem weiterhin meine Streampausen, 2-3 Minuten. 2 Stunden 9 gesendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht ein bisschen miterleben. Schön viel, wow. Was macht der da? Der kommt zurück. Ne, der steht. Über meinem Hut. Ne. Über der Tankstelle. Oder über meinem Store.
Vielleicht haben sie auch das mit den Schildern gefixt. Ich muss das Changelog nochmal lesen. Aber wie gesagt, kleine Streampause. Sogar die Knoten sehen geil aus. Allerdings eher wie aus Wachs oder so. Aber schicke Textur auf jeden Fall. Sehr geile Sache. Vielleicht mache ich es sogar noch eben auf 5. Ich mache es mal eben auf 5. Grafikstufe 5. Und dann komme ich wieder. Kurze Pause, bis gleich. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Mit der Lieben. Vielleicht.